Das ist die älteste Halle hier, wo wir uns jetzt befinden, in der Kantine. Es ist eine öffentliche Kantine und das Konzept ist natürlich, für jeden offen zu sein. Und das bedeutet hier speziell vom Handwerker über die Leute aus dem Büro bis in der Baumwollspinnerei, die um die Ecke ist, bis zu den Künstlern, doch alles Klientel zu erreichen. Und so sind wir auch aufgestellt. Wir haben klassisches Kantinenessen, wie heute nennen wir es Roulade oder Schnitzel. Gibt es natürlich, gehört eine Kantine. Aber wir sind auch aufgrund meiner Geschichte weltoffen, dass wir sagen, wir machen Bowls, wir machen Soulfood, Komfortfood, vegan, vegetarisch. Also wir decken schon das gesamte Klientel ab, denke ich. Dadurch, dass aus einer Küche wirklich Kantinenessen kommt, alltagstaugliches Kantinenessen, und wir trotzdem auf einem ganz anderen Niveau oben in das Fair Essen schicken können. Und das macht es interessant und das bringt auch die Ablenkung von dem Alltag. Kirov hatte einen Auftrag in Brasilien und der Herr Köhne ist ja sehr interessiert in Architektur und hat in Brasilien festgestellt, dass der Oskar Niemeyer noch lebt, damals mit 103 Jahren, und hat tatsächlich dann ihm einen Brief geschrieben und relativ schnell eine Antwort bekommen mit einem futuristischen Gebäude an dem alten Komplex. Das ist natürlich so der Höhepunkt, sage ich mal, jetzt in meiner Kochlaufbahn. In der Sphäre ist schon sehr kreativ zu diesem Bauwerk, zu diesem ungewöhnlichen Bauwerk, gehört meiner Meinung nach eine ungewöhnliche Küche. Wobei ich sagen muss, es ist nicht Fine Dining, es ist eher experimentell. Hier in der Kantine ist wirklich nur Essen. Und dort oben muss alles zusammenstimmen. Es ist eher mit einem Theaterabend vergleichbar. Ja, es ging in erster Linie um den Flexi-Chef, der viele, viele Spielräume offen lässt. Vom ganz normalen Braten, dass man wirklich in den Zonen braten kann, was mich doch überzeugt hat. Und dass man natürlich recht schnell kochen kann, dadurch, dass auch ein Druckkessel im Ende ist. Weil wir warten damals die Frage Druckkessel und Kipper, und das war die Kombination. Und die Kombidämpfer natürlich, dass man auch sagen kann, alle Geräte haben den gleichen Touchscreen, dass man auch die Leute nicht jedes Mal neu schulen muss, sondern sie das ein Gerät wie das andere bedienen können. Also doch ein einfaches Handling. Über Nachtgarn, Sous-Vide-Garn, mit wenig Personal höchste Qualität zu bringen. Das ist immer die größte Herausforderung, glaube ich. Und das jeden Tag.